Ja, herzlich willkommen hier zu diesem weiteren Video und auf meinem Kanal Russische Welt TV. Seit dem Vorfall in Makeyevka, der jetzt schon seit einigen Tagen massiv durch die Medien kursiert, über den ich ja auch gestern in meinem Video gesprochen habe, mehren sich bei den westlichen Propagandamedien wieder einmal die Spekulationen darüber, dass jetzt praktisch schon morgen das böse, blutrünstige Putin-Regime gestürzt wird, dass Putin schon kurz vor dem Ende steht. Also als jemand, der sich auch schon vor meiner Tätigkeit hier auf dem Kanal schon für dieses Thema, also alles, was so in Russland passiert, seit vielen Jahren interessiert, muss ich sagen, dass ich genau das, genau diese These schon seit mindestens 10 Jahren höre. Regelmäßig und immer wieder. Die letzten Episoden, als ich sowas gelesen und gehört habe, waren unter anderem zuletzt jetzt im Jahre 2021, also Anfang 2021, als unter anderem der Agent Nawalny damals seinen Propagandafilm rausgebracht hat, den auf YouTube angeblich 150 Millionen Menschen gesehen haben. Dann natürlich der Beginn der Spezialoperation, dann die Verkündung der Teilmobilmachung, der Rückzug aus Cherson und auch jetzt der Vorfall in Makeyevka. All das waren immer wieder Ereignisse oder Episoden, wo man immer wieder auch die Thesen gehört hat, dass ja, wie gesagt, das blutrünstige Putin-Regime schon kurz vor dem Ende steht. Aber bis jetzt, bis heute ist es immer noch nicht eingetroffen, seit über 10 Jahren, wo man diese Behauptung immer wieder zu hören bekommt. Im Endeffekt offenbart genau das, was ich auch schon öfters gesagt habe in meinen Videos, gerade auch in den letzten Monaten, dass die einzige Hoffnung für die USA und den Westen darin besteht, dass Putin irgendwie aus dem Inneren gestürzt wird. Da nämlich vor allem ein solches Szenario Russland zur Niederlage führen würde und nicht irgendwas, was auf dem Schlachtfeld passiert. Also die Ereignisse auf dem Schlachtfeld eignen sich da höchstens als Indikator oder als Brandbeschleuniger für ja, das eben erwähnte Szenario, dass, wie gesagt, irgendein Sturz aus dem Inneren vonstatten geht. Und ich habe auch schon oft darauf hingewiesen in meinen Videos, dass die größten geopolitischen Niederlagen Russlands in der Geschichte, also in den Jahren 1917 und 1991, nicht passiert sind, weil Russland irgendwie eine große Niederlage auf dem Schlachtfeld erlitten hat, dann irgendwelche feindlichen Truppen dann Moskau eingenommen haben oder sowas, sondern durch einen Sturz aus dem Inneren. Und das, wie gesagt, sowohl im Jahre 1917 wie auch im Jahre 1991. Und genauso ist es auch heute und genau darauf hoffen auch heute wieder die Gegner Russlands. Also egal, was auf dem Schlachtfeld passiert, Russland kann da nicht verlieren. Also selbst wenn wir jetzt mal für eine Minute annehmen, dass die ukrainische Armee beispielsweise jetzt irgendeine Stadt einnimmt, worauf jetzt auf jeden Fall auch nichts hindeutet, also die Tendenz geht da eher in die andere Richtung, aber selbst wenn wir das mal annehmen, selbst wenn wir jetzt mal annehmen, dass die ukrainische Armee, gut, was völlig unvorstellbar ist, aber nehmen wir das mal an, sie nehmen jetzt irgendwie Donetsk ein, ja, okay, haben jetzt Donetsk eingenommen und was jetzt? Ja, Russland hat trotzdem noch genug Ressourcen, unter anderem auch personelle Ressourcen und der Krieg geht trotzdem weiter. Ja, und Russland ist dann trotzdem dadurch nicht besiegt. Und ich bin auch sogar der Meinung, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt im Laufe der letzten Monate, dass im Endeffekt jede Niederlage und jeder Rückschlag Russlands auf dem Schlachtfeld Russland seinen Zielen näher bringt. Also das Einzige, was Russland, wie gesagt, passieren kann in diesem Konflikt, aber auch sonst, also da, wo Russland, kann man sagen, am meisten anfällig ist, ist, wie gesagt, ein Maidan aus dem Inneren. Und genau das versucht ja auch der Westen herbeizuführen. Und es ist auch durchaus vorstellbar, dass jetzt vor allem auch auf den sogenannten patriotischen Maidan gesetzt wird, unter anderem auch mit Hilfe der einiger der sogenannten Militärblogger auf Telegram, die ja, über die ja auch in den westlichen Propagandamedien immer wieder irgendwie gesprochen wird oder die dort immer wieder erwähnt werden. Manch einer von den ganz großen, der führenden sogenannten Militärblogger hat ja bereits auch Erfahrung auf dem Maidan in der Ukraine. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch hier sich der Westen wieder einmal verkalkulieren wird, dass also kein Maidan in Russland passieren wird und dass die Gegner Russlands auf die Niederlage Russlands noch sehr, sehr lange warten können. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.